Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, die Rache der Nora ist immer noch unsere Hauptmission. Gib dich zum roten Echo. Was bedeutet genau rotes Echo? Ist das ein Gebiet? Ui. Ui! Eine weite Reise. Obwohl mit Reittier ist es nicht ganz so weit. Was ist das hier? Das ist ein Reittiergedöns, ne? Ich hoffe, wir gehen nicht irgendwie durch dieses Käferland von den Käfern, die wir vorher gesehen haben. Ist das hier? Ist das Wächter? Ich hoffe mal, das ist Wächter. Was ist das denn? Was ist das denn? Ist das eine Skischanze? Was ist das? Das ist eine heftige Ruine. Eine echt heftige Ruine. Was ist das hier eigentlich? Da waren wir, ne? Okay, dann werden wir uns einfach mal zum roten Echo begeben. Wir hoffen, dass wir nicht allzu starke Maschinen auf diesem Weg vorfinden werden. Alles klar. Versuchen wir hier hochzukommen und dann meine Maschine zu rufen. Hä? Kann ich mein Reittier nicht rufen? Wieso kann ich mein Reittier nicht rufen? Wurde es zerstört oder so? So, weil ich es abgestellt habe damals. Und es ist quasi nach Hause gegangen, oder wie? Ja, wir müssen uns ein neues Reittier suchen. Ein Wildschwein zum Beispiel. Oder sonstiges. Nee, es wird nicht angezeigt. Okay. Vielleicht müssen wir uns wirklich... Geronimo! Wow, ich dachte schon. Easy. Hey. Heilzeugs, immer geil. Und Reinholz, auch immer geil. Ich will verdammt nochmal mein Reittier. Wieso wird das nicht mehr angezeigt? Ich will mir kein neues Zeb, ich will mein altes Pony zurück. Mann. Finde ich ja richtig dumm. Jetzt sind wir wieder schwach und langsam. Ah ne, es geht schon. Aber das alte Feeling auf. Vielleicht können wir uns auch endlich ein neues Tier zähmen. Vielleicht konnten wir den Graser nicht zähmen, weil wir das alte Tier noch gezähmt haben. Das kann theoretisch sein. Ich scanne einfach mal durch, um sicher zu gehen. Was ist das da? Da ist jemand. Banditenscherge, was? Ist das ein Banditenlager? Banditenlager Teufelsdurst, rede mit Neil. Ach, das ist das. Okay, dann gehen wir da nicht hin. Das ist die Quest, die Nebenquest? Was ist eine Nebenquest, oder? Waschbär! Waschbär down! Denn ich brauche das Fleisch für den Vorratsbeutel. Können wir das jetzt schon machen, oder wie viel Fleisch brauchen wir dafür? Kapazitäten, nee, das war bei Hersteller. Tragkapazität und hier bei den Jägerbögen brauchen wir noch. Schweinsknochen brauchen wir noch. Ein bisschen mehr fettes Fleisch. Das heißt, wir müssen Wildschweine töten. Ist das so richtig? Das ist ein Wildschwein. Das ist auch ein Wildschwein. Ist denn irgendwo nah auch noch ein Wildschwein oder wie ist das? Ich will ja das Wildschwein da hinten anschleichen. Nice! Haben wir doch noch erwischt. Sehr schön. Okay. Wo liegt das denn? Da. Okay, du hast doch bestimmt Knochen dabei, oder? Wildschweinknochen hätte ich gern. Schweinsknochen, nice! Sehr schön. Herstellen. Tragkapazität und Jägerbogen. Was? Wie viel fettes Fleisch? Mann! Doch fettes Fleisch, Leute. Irgendwas töten. Was ist das? Ein Truthahn hat bestimmt fettes Fleisch, aber ich sehe ihn nicht. Ich sehe den Truthahn nicht. Wo ist der Truthahn? Habe ich den Truthahn getroffen? Ich habe den Truthahn einfach getroffen. Was? Knochiges Fleisch. Ich brauche kein fucking knochiges Fleisch, ich brauche fettes Fleisch. Welche Tiere haben denn bitte fettiges Fleisch? Waschbären?
Voll makaber heute unterwegs. Aber ich mag diesen Wald voll. Das ist so ein richtiger Zauberwald. So ein dicht bewachsener Wald, wo sogar die Baumstämme bewachsen sind. Und da es Nacht ist, sind ja auch keine Maschinen unterwegs. Ja, nachts schlafen auch die Maschinen. Ja, die Leute, die es nicht wissen. Ich hab was gehört. Was ist das denn? Warum ist der tot? Ich weiß nicht. Die Maschinen schlafen, ja, genau wie der. Der ist nicht tot, der schläft nur. Nee, ich will nicht zurück. Was ist das denn? Das ist ein Stein. Ein Graser. Ich will mich an die anschleichen. Aber hier irgendwo hohes Gras, wo ich mich reinpirschen kann? Ja, hier. Na komm her. Was kann ich denn jetzt ziehen? Das ist möglich, rein theoretisch. Vielleicht haben wir gleich ein neues Reittier. Oder ein bisschen Metall im Beutel. Ich bin jedenfalls versteckt. Komm her. Ich kann's nicht. Ich kann ihn nicht zähmen. Kann ich da nicht irgendwo aus dem Inventar auch nachschauen? Bei den Skills oder so, Fertigkeiten und so? Gibt's da nicht irgendwo auch Zähmfertigkeiten? Wie guckt man denn das nach, was man schon zähmen kann? Ist ja mal gut zu wissen. Reisen, Munition, Karte, Quests. Notizbuch. Spielabschluss 12,65%. Ah, da könnte schon ausrechnen, wie viele Quests es irgendwann gibt. Langhals einer. Okay, es gibt noch andere Aktivitäten, Sammelobjekte und Schattenobjekte. Schattenobjekte. Maschinen gescannt 0. Also 8, nicht 0. Ah, was ist das? Alles klar, aber was ist jetzt mit Zähmbar und so. Kann man das irgendwo nachgucken oder gibt es da nichts zum Nachgucken? Gibt es anscheinend nicht zum Nachgucken. Ich will jetzt auch nicht den ganzen Tag im Inventar rummachen. Wir wollen ja auch mit der Mission ein bisschen weiterkommen. Absolut kein Platz dafür. Ja, dann nicht, ne? Was bist du? Auch ein Graser. Wenn schon Lohe, dann richtig Lohe. Boah, was? Alter! Wie die Lohe einfach exploded ist. Alter, da haben wir noch zwei andere mit tot gerannt. Alter, was? Bleib mal stehen. Wir stehen hier! Also nee, das hier! Boah, was? Alter, wie heftig das einfach ist! Wenn man Zeug mit Lohe hat, also mit diesen Lohe-Behältern, dann einsetzen. Das ist OP. Wie heftig. Das willst du auch noch? Alles klar. Wo stehen hier? Alter. Du verschwendest gerade meine Feuerpfeile, Freundchen. Geht ja gar nicht. Der explodet. Boah! Was? Das ist so heftig. Das ist mir nie aufgefallen, dass das so heftig ist, die Explosions. Reinholz. Immer ein Highlight, das Reinholz. Schön. Oh. Man ist voll craften hier.
schon Lagerfeuer. Finde ich sehr reizend. Immer speichern, Leute. Das ist wichtig. Hab ich denn irgendwas mit fettem Fleisch? Was ist denn? Achso, das ist schon irgendwo ganz dahin. Was ist das denn? Und du da? Wenn der schon auf dem Weg ist, dann nehmen wir ihn auch mit, oder? Dann werden wir grillen ihn auch gleich. Ja! Ist da noch was übrig vom Fleisch? Reichhaltiges Fleisch und fettes Fleisch. Reicht das jetzt für das Herstellgedöns für Munitionskapazität? Nein, wir brauchen noch ein fettes Fleisch. Okay. Man muss noch ein liebes Tier dran glauben, Leute. Es tut mir leid. Ich weiß, ihr seht es nicht gerne, wenn ich Tiere töte. Aber. Komm, wir nehmen nochmal alle Pfeile. Hallo? Hallo? Hey! Mein Controller hat gerade nicht reagiert. Alter! Wo ist das Schwein? Alter, da wollte das Schwein abhauen. Das geht ja gar nicht. Reinholz? Geilo? Wie ich ja richtiger Reinholz-Sammler geworden bin. So, und jetzt hier kriege ich ein bisschen fettes Fleisch. Ist dir das klar? Ja, das finde ich sehr gut von dir. Knochiges, herzhaftes und fettiges Fleisch. Herstellen. Trahlkapazität. Jetzt können wir noch ein bisschen mehr Pfeile dabei haben. Alter, beim nächsten Mal Wildschweinhaut und Kaninchenknochen. Alter. Was kann ich denn jetzt dabei haben? 40. Nice. Ich hätte Zeug im Wald. Hoffentlich nichts Mechanisches, sondern eher was Fleischiges. Ich meine, aufs nächste werden wir mal nicht sparen, weil 40 Pfeile sind fürs erste Mal mehr als genug. Nein! Das sind die Käfer, die großen. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Die scannt aber auch aus irgendeinem Grund auch nicht. Muss aber auch nicht, habe ich gar nichts gegen. Nee, die scannt er nicht mal. Warum scannt er die denn nicht? Die sind doch aggressive Maschinen. Doch, jetzt kennt er sie. Feuerbrüllrücken. Schlundschwäche. Der Schlund? Können die exploden? Also ich will es mal ausprobieren. Ich meine, die hat einen riesigen Lohebehälter. Aber gegen zwei will ich ehrlich gesagt nicht kämpfen. Ja, komm. Komm her. Komm, komm. Ohne dass der andere dich bemerkt, bitte. Ganz ruhig. Komm her. Alter, was? Ich fall einfach drauf. Was? Alter, der kriegt ja überhaupt keinen Schaden. Wie gepanzert ist das Teil? Da kommt auch noch der andere. Nee. Was soll das heißen, der Schlund? Der hat keinen Schlund. Mach dir nicht mal den Kopf auf. Geh doch weg, du anderes blödes Viech. Ich will nur gegen einen kämpfen. Ich will nicht gegen zwei, ich will nur... Was? Lanzenhorn? Genau. Alter. Hier gibt es nichts zu sehen. Was ist mit deinem Lanzenhorn? Das kann man. Die haben mich wieder vergessen, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das Lanzenhorn zähmen kann. Komm doch, ihr Korn. Kann ich das zähmen? Kann ich die nicht zähmen? Das finde ich dumm. Nochmal ins Inventar, weil das ist wirklich wichtig. Wenn ihr wirklich was zum Zähmen oder so wisst, ab in die Kommentare mit, Leute, bitte. Brauchen wir das nochmal? Notizbücher, Maschine. Hier bei Läufer steht. Überbrücken entsperrt. Überbrücken ist entsperrt, okay.
Drasa. Überbrücken ist gesperrt. Grasa geht nicht. Plünderer ist gesperrt. Wächter ist entsperrt. Da gab es gerade eine kurze Ruckel in der Aufnahme. Ja, da gab's ordentlich, Rücker. Lanzenhorn ist auch gesperrt. Sägezahn ist auch gesperrt. Hat mich stark gewundert. Feuerbrüllrücken ist auch gesperrt. Entsperrt. Achso, da können wir ja. Okay. Unmöglich. Überbrücken ist unmöglich. Alles klar. Wie entsperren wir das denn? Wie entsperren wir das denn? Sigma. Ja, puh. Harte Außenhülle, die synthetischen Muskeln und Betriebssysteme schützt. Schwäche Abriss. Schwäche Eisabriss. Alles klar. Ja, wie mache ich das, dass ich den überbrücken kann? Schreibt mir das auf jeden Fall in die Comments, bitte, Leute. Wenn ihr das wisst. So, dann gehen wir einfach mal weiter. Und lassen die Brüllrücken mal links liegen, weil die sind mir echt noch zu heavy. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und? Achso! Scheiße! Sind das neue Bälle? Ich hab keine Ahnung. Jetzt kriegt er schon Dauerschaden. Ich brauch gar nichts mehr machen. So viel Schaden. Vielleicht mich einfach nicht treffen lassen! Oh, fuck. Da kriegt einfach nicht mehr genug Schaden. Ist down. Und ich heile mich mal. Ist eine gute Idee, Spiel. Danke, dass du mir einen Tipp gibst. Alter, wie viel böses Zeug hier einfach rumhängt. Splasher, schreib mir nicht die ganze Zeit in die Aufnahme. Fick dich. Bin ich vorbereitet darauf. Geh weg! Nee, pfui! Oh fuck, er hat mich erwischt! Ich kämpfe mit den anderen Pfeilen, ich will meine Feuerpfeile die ganze Zeit verwenden. Easy, das war so ein Eyeshot. Die Nocker kriegen wir ganz gut weg, aber bei den anderen Tullis, bei den Käfern. Ich nenne sie einfach mal Käfer. Ich weiß, die heißen Brutrücken. Wissen sie Brutrücken? Ich weiß nicht, irgendwie Rücken hießen sie. Die bin ich mir echt noch nicht ganz sicher, was ich von denen halten soll. Wir müssen darüber. Da vorne ist das rote Echo. Ich scanne einfach mal durch. Hier ist nichts. Okay, hier sind keine Feinde. Finde ich gut. Ich bin nervös. Okay. Also, wir sind noch gar kein roten Eck aus, also. Aber hier ist Reinholz. Das stimmt nicht positiv. Und noch mehr Reinholz. Sehr schön. Aber, mir ist gerade aufgefallen, wenn wir einen Wächter überbrücken können, kann man dann den Wächter reiten? Das wäre mal echt ein Versuch wert. Ist hier kein Reinhold? Also wenn wir einen Wächter sehen, wir auf jeden Fall versuchen, den zu überrücken. Mein Gen tut's, das ist ja klar, aber... So, das ist ein Busch. Puh, ich dachte schon. Ja, bitte. Wo müssen wir denn hin? Hä? Sind die vorbeigelaufen oder sind wir falsch abgebogen gerade? Hier ist Reinholz, das zeigt er uns bestimmt an. Haben wir davon einen Hinweis übersehen oder so? Ich weiß, ich habe das Reinholz gerade nicht aufgenommen. Hä, willst du mich trollen? Da wollen sie doch vorher schon nicht lang. Na gut, dann laufen wir da jetzt lang. Läufer. Okay, die könnten wir dann wieder zähmen. Du da.
Feuerbrüllrücken. Mit dem will ich nichts zu tun haben, ehrlich gesagt. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Ja, da warst du noch jung, Aloy. Komm her, komm. Ich brauche ein Reittier, komm her, ich will dich versklaven. Ich will dich versklaven. Komm. Easy. Wir haben ein Reittier. Nice. So macht man das. Genau so und nicht anders. Werkzeug lädt auf. Okay. Lagerfeuer entdeckt. Das nehmen wir mal schnell mit. Einfach mal, weil wir es können und weil wir es dann gespeichert haben, weil dann auch immer schnellreisetechnisch dahin können. Ich meine, ich nutze jetzt schnellreisetechnisch gar nicht in solchen Games. Aber es ist gut, sie zu haben. Eventuelle Schwierigkeiten, falls man wirklich mal bei irgendeiner Mission feststellt. Und ich bin froh, dass wir immer wieder einen Reiz haben. Ich bin sehr froh sogar. Und da kommt man einfach so viel schneller voran. Das ist einfach mal so ein heftiger Vorteil, als wenn man wirklich zu Fuß unterwegs ist. Also, ohne Maschine. Kommen wir doch leicht durch. Doch endlich mal ein Spiel, wo die Reittiere auch schwimmen können. Fick dich! Ist das hohes Gras? Nein. Oh, komm nicht runter! Das ist ein Sägezahn! Das ist einfach ein fucking Sägezahn! Ich brauche ein Heilungspackage, wenn ich gegen den kämpfen soll. Alter. Soll ich mich das wirklich trauen? Ich glaube, ich werde zum ersten Mal die Stolperdraht verwenden. Das ist zu hoch, oder? Das passt, glaube ich, eher. Sind wir abgesichert hier. Okay, und dann die Feuerpfeile drauf. Da sind zwei! Ach du Scheiße! Zwei sind ein Riesenproblem. Einer ja, aber nicht zwei. Wir haben ein fucking Problem. Ich werde es riskieren. Komm doch! Du musst den Feuerstand hochkriegen. Oh Scheiße! Ich hab den zweiten voll übersehen! Ach du Scheiße! Liegt der zweite noch? Nein, der liegt nicht! Boah, was! Warte, der kriegt deutlich! Gut, Feuerschaden! Oh, fuck you! Wächter, du kannst mich mal getrost im Arsch lecken hier! Du dich auch noch einmischt! Oh, fuck you! Der hat mich erwischt, der hat mich erwischt! Kannst du mal bitte explodieren hier? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße, 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 Scheiße! Roll weg! Erstmal einen Heiltrag eingesetzt, Leute! Wow! Oh, das ist falsch. Oh, Scheiße! Was macht der scheiß Wächter? Jetzt will sich der Wächter ja auch noch einmischen, oder wie? Kannst du mir hier getrost exploden? Komm her! Warte, ich jetzt mit Nahkampf kalt. Nice! Und jetzt du, mein Freundchen!
getrost hier vom. Während du am Sterben bist, crafte ich hier nach, was ich nicht kann, weil mir was fehlt. Feuer. Ah, mir fehlen Scherben. Okay, Scherben kriegen wir jetzt. Alter, das war ein intensiver Kampf. Ach du Scheiße. Schön. Schön. Und ich würde sagen, das war ein guter Abschluss für diese Folge. Ja. Das ist ein mega heftiger Abschluss für diese Folge. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr meinen offensiven Kampfstil findet. Ich weiß, viele Leute, die das Spiel Let's Playen, spielen sehr viel bedachter und sehr viel aus der Deckung heraus und sehr viel mit Weitschuss und so. Ich bin eigentlich der, der lieber voll drauf geht und volles Karacho in den Kampf rein. Das ist einfach mein Stil. Schreibt mir auf jeden Fall dazu eure Meinung in die Kommis. Und ja, ich verbleibe mit einem Rayon, sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.